beziehungsweise Sie wissen, wie der zweite Teil ausschaut. Und dann bauen wir alles wieder weg, bauen nur die Fanfare auf. Okay? Das Tonkünstlerorchester hat in seiner 100-jährigen Geschichte sehr viele Residenzen gehabt, den Wiener Musikverein, das Festspielhaus in St. Pölten und jetzt seit kürzerem natürlich Grafenegg. Aber noch nie ist es uns gelungen, ein Konzert zu veranstalten in einer Wiener Diskothek. 1, 2, 3 Horn, Cello, Kontrabass, Fagott, Fagott, Klarinette, Klarinette. An der Solovioline dürfen wir bei Schindlers Liste Kirill Maximow begrüßen. Das Besondere an Kirill ist heute, dass er seine Rolle als Konzertmeister des Orchesters wirklich voll ausschöpfen muss, da, wie euch aufgefallen ist, kein Dirigent da ist. Das Orchester spielt sozusagen Kammermusik als gesamtes Orchester. Wir wollten zu euch kommen in eine Location, die ihr gut kennt, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch zu Hause fühlt. Als einer wenigen Clubs in Österreich, die sich in Genre nicht limitieren lassen wollen, war es für uns von Anfang an klar, dass wir dieses besondere Projekt unterstützen wollen. Der Jonas hat eine Kooperation initiiert zwischen dem Tonkünstlerorchester der Wiener Achse und der Volksgartendiskothek. Die EU hat das Unterfangen unterstützt. Es geht uns darum, auch, dass das Orchester diese Barriere zum Publikum etwas aufweicht und wir also quasi zum Greifen nahe sind. In einem Umfeld, das für das Publikum viel gewohnter ist, nämlich eine Diskothek, wo man vielleicht jedes Wochenende verbringt. Dieses Stück ist vor 150 Jahren, 1867, genau hier in der Orchesterfassung uraufgeführt worden vom Johann Strauss Sohn als Dirigent mit seiner Kapelle hier im Volksgarten.